Was haben Sie da auf dem Rücken? Das, Jason, sind die Panikkratzer eines ausgewachsenen Waschbären. Und bis die Leute vom Tierschutz ihn abholen, wird er in meiner Sockenschublade wohnen. Mein Opa hat gesagt, als ich 13 Jahre war, früher oder später weiß jeder mal es gab. Junge, hör mir zu, du hast es echt nicht in der Hand. Vielleicht schwimmst du an Krebs oder fährst gegen die Wand. Vielleicht wirst du erschossen oder stirbst im vollen Zug. Vielleicht hast du auch Glück und stirbst beim Puppenzeug zum Punkt. Wie es einmal endet, nein, keiner kann es sagen. Ist auch nicht so wichtig, doch vor einem lass dich warm. Tut durch Waschbär ein, 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 tut durch Waschbär. Jetzt lebe ich in Panik und warte, was passiert. Ich hoffe, dass mich jemals ein Waschbär massakriert. Ein Hai, wenn ich dramatisch auf die Krokodile schütt. Oder wenn mich Kannibalen zum Mittagessen nehmen. Meinetwegen sterbe ich einsam, verlassen von der Welt. Ohne Frau und ohne Freunde, auf der Straße ohne Geld. Ob ich in die Hölle komme und der Teufel mit mir tanzt, ist mir ehrlich scheißegal, doch vor einem hab ich Angst. Tut durch Waschbär ein, 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 tut durch Waschbär.